Jetzt bei Valulis sieht fern. Partnervermittlungen im Fernsehen, wenn Singles Liebe suchen. Ich war schon mit über 150 Frauen zusammen. Aber die wahre Liebe habe ich immer noch nicht gefunden. Würdelos, wenn D-Promis ihr Privatleben zeigen. Ich glaube, 3, 4 Menschen, ich konnte jetzt noch nicht mit ihnen reden, aber die haben mich schon erkannt. Jetzt muss ich noch schaffen, mit ihnen zu reden. Und madig, deutsche Sternchen im australischen Dschungel. Na, wenigstens kriegen wir 60.000 für die ganze Nummer hier. Was? Ich krieg nur 20. Ich bin Philipp Valulis. Fernsehen macht blöd. Aber unglaublich viel Spaß. Ja, die Liebe. Doch wie lernen wir uns eigentlich kennen? Ich habe dazu mal einen Experten befragt. Herzlich willkommen im Birnbaum-Institut. Der Ort, wo die einzig vernünftige Aufbewahrungsmöglichkeit für Mario Barth DVDs gefunden wurde. Mein Name ist Professor Bernhard Birnbaum. Ich bin der Gründer des renommierten Birnbaum-Instituts. Und in aufwendigen Studien haben wir folgendes sensationelles Ergebnis herausgefunden. Wo lernen sich die Deutschen kennen? 10% beim Chat-Roulette, 25% bei Auffahrunfällen und 60% in Kuppelshows. RTL ist meiner Meinung nach der Marktführer dieser menschenverachtenden Kuppelshows. Da wird nämlich immer so getan, als möchte man den Menschen helfen. In Wirklichkeit sollen wir aber über die Kandidaten lachen. Hupschala. Jetzt wird's eng. Von was träumst du, Peter, wenn du liegst in deinem Reich? Von der Liebe? Du hast auch sehr schöne Augen. Das hört mir sogar da auf. Probier mal. Ein bisschen seriöser kuppelt Vox vor sich hin. Und da sind sie auch schon, 20 Damen vom Planeten Urbania auf dem Weg in eine neue Galaxie. Das Ziel, das liegt irgendwo da draußen auf dem Land, die große Liebe. Ein Bus voller Bräute. Interessanter Name. Wie sind die da wohl drauf gekommen? Ein Bus voller Brüste, billige Babes auf Bumstour. Come here, baby. Yeah. Naja, wie auch immer. Das ist dann natürlich dann total lustig, wenn die Stadtfrauen auf Landmänner treffen. Ich bin die Alessandra. Oh, schön, diese Kinder zu lernen. So, dann musst du jetzt ein bisschen Hochdeutsch sprechen, das verstehe ich. Schön, dich kennenzulernen. Dankeschön. Bei RTL 2 wird dem Liebesglück mit professioneller Hilfe nachgeholfen. Drei Männer auf der Suche nach ihrer großen Liebe in Osteuropa. Die Kandidaten lassen auf beste Unterhaltung hoffen. And what do you do tonight? Working. Oh, maybe we can work together. Learn you a bit English or German or whatever you like. Your room is that way. Werner aus Berlin hat sich für sein erstes Date Anna was ganz Besonderes ausgedacht. Dann sagt sie, welche Währung wollen Sie bezahlen? Wollen Sie in Rubel oder in Euro bezahlen? Und dann sagt sie, nein, wir wollen in Anna, Sie können in Annas bezahlen. Was für ein Schwachsinn. Aber es ist wirklich ein bisschen zu viel. Es soll eine Überraschung, ein Gag sein. Aber wir versuchen, aber das ist wirklich zu viel. Das ist ja alles ganz schön und blöd. Aber wie würde so eine Sendung aussehen, wenn sie hochwertig gemacht werden würde? Viele Frauen, ein Mann und keine interessanten Geschichten. Das ist der Schleimbeutel. Zu Beginn stellen wir unseren Schleimbeutel vor. Der entspricht dem klischeehaften Ideal eines Mannes, wie ihn sich Frauen vorstellen und wünschen. Ich bin Marketing- und Eventmanager für PR-Agenturen. In meiner Freizeit treibe ich natürlich viel Sport. Ich trage schöne Klamotten, pflege mein Haar und lasse mir die Zähne bleichen. Ich fahre Motorrad, spiele Klavier, schreibe Gedichte und forsche nach einem Mittel gegen AIDS. Außerdem hätte ich sehr, sehr gerne viele Kinder. Ich bin schon ein ziemlich geiler Typ. Doch der sympathische Single hat auch eine dunkle Seite. Ich war schon mit über 150 Frauen zusammen. Aber die wahre Liebe habe ich immer noch nicht gefunden. Jetzt möchte der smarte Schönling seinen Seelenpartner finden. Blödsinn, ich habe doch eine Freundin. Ich mache hier nur mit, weil ich ein geltungssüchtiges Arschloch bin. Nachdem der allglatte Frauenversteher überraschenderweise doch keine brauchbare Wohnung hat, findet das alles in einer angemieteten Villa statt. Was für ein Fickschloss. Als nächstes wird das Frauenmaterial vorgestellt. Die Damen reichen von Glamour Girl über Schüchtern bis hin zum Landei. Ich bin das Landei und ich träume von der ganz großen Liebe. Die Vorstellung erfolgt in einem für die Frauen typischen Umfeld. Warum ich da eigentlich mitmache, das weiß ich nicht. Meine Mama hat mir angemeldet. Eine weitere Gruppe sind verzweifelte Frauen über 30, die immer noch keinen Typen abgekriegt haben. Ich habe eigentlich eh keine Chance hier.
Aber hey, vielleicht bundle ich einfach mit jemandem aus dem Filmteam an. Außerdem machen viele Frauen mit, die glauben, diese Sendung würde ihre ins Stocken geratene Karriere als Model, Schauspielerin oder Sängerin wieder in Schwung bringen. Und damit das auch klappt, bin ich mir selbst für das peinlichste Getue nicht zu schade. Bevor das erste Treffen mit dem Schleimbeutel stattfindet, müssen sich die Damen auf engstem Raum für den großen Abend schön machen. Kannst du mir mit dem Kleid helfen? Wenn alles nach Plan läuft, geht hier bereits der Zickenkrieg los. Sind die Fronten geklärt, wird das Frauenmaterial in das Fickschloss gefahren. Da ich so unglaublich attraktiv und charmant auf den weiblichen Zuschauer wirke, komme ich mit dem größten Dünnpfiff durch. Grüß dich. Du bist sehr forsch. Das gefällt mir. Du bist eher so die Schüchterne, ne? Finde ich gut. Bis später. Tschüss. Hallo. Servus. Sieh an, sieh an. Siehst du aus, als hättest du Tattoos. Hast du eins? Da stehe ich total drauf. Na, ich hab keins nicht. Das ist eh viel besser. Setz dich schon mal. Nachdem ich die ganzen Ladies begrüßt habe, bin ich schon richtig geil. Ich hoffe, die Frauen da drin sind schon in Stimmung. Der Schleimbeutel muss sich jetzt entscheiden. Welche Frauen kommen weiter? Nachdem ich den Abend mit euch verlebt habe, haben mir die Macher der Sendung nun gesagt, wer von euch fliegen muss. Um es vorwegzunehmen, du bist zu langweilig. Du bist zu prüde. Und dich, dich haben sie einfach nicht gemocht. Alle anderen? Kann sich freuen. Die Sendung Der Bachelor kommt übrigens aus Amerika und da sind sie schon eine Stufe weiter. Ins Bachelor-Pad kommen die Teilnehmer, die niemanden abbekommen und sich als besonders fernsehtauglich erwiesen haben. Es ist praktisch eine Mischung aus Spiel ohne Grenzen, Flitterabend, Big Brother und die Tribute von Panem. In Deutschland mischt auch Sat.1 fröhlich beim Partnervermitteln mit. Im philippinischen Cebu City verläuft das erste Rendezvous zwischen dem schüchternen Schmusebär Sascha und der mandeläugigen Jennifer noch immer stockend. Auf Brautschau im Ausland verbindet den Alliterationswahnsinn von Bauersucht Frau mit dem Vorführen romantisch Minderbemittelter, wie wir es bereits bei Großstadtliebe gesehen haben. Sat.1 ist sich dann auch nicht zu blöd, die Fehler der Kandidaten gleich mitzusenden. Ja, hallo Unbekannte. Mit dir möchte ich gerne die Brustblume gemeinsam auspust. Hallo Unbekannte, mit dir möchte ich diese Blume, die Samen wegpusten. Und wenn ihr jetzt denkt, dass so eine Kuppelshow nur was für Jüngere ist, auch die Älteren sind im Einsatz. In Villa Germania sehen wir die deutschen Botschafter für freie Liebe und ehrlichen Sextourismus in Aktion. Sweetie, mach mir mal ein Bier. Guck mal jetzt hier, sie hat es ja gelernt. Und, Schatzi? Jawohl. Gut gemacht, gut gemacht. Ja, dann wird jetzt was. Ja, Feini, hast du brav gemacht. Pfeffer. Pfeffer. Rahm. Rahm. Soße. Soße. Und? Und? Bratkartoffel. Bratkartoffel. Ja, super. Hey. Ja, super, ganz brav. Komm, dafür gibt's ein Leckerli. Hm? Ja, Nitilak, hoch und schütteln. Was ist er denn? Aber was? Oh! Demnächst bei RTL. Paul Janke, der Bachelor, ist zurück. Doch diesmal hat er ein dunkles Geheimnis. Er ist sexsüchtig. Manchmal muss man einfach das machen, wozu man jetzt Bock hat. Ich bin ein Typ. Also ich bin jetzt nicht einer von der Stange, sondern ich bin schon irgendwo ein Typ. Sex ist für mich wichtig. 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 Doch Deutschland ist dem neckischen Nymphoman mittlerweile zu klein geworden. In Südafrika hat Paul Janke jetzt ein neues Jagdrevier gefunden. Im schönen Kapstadt hat der erfolgreiche Image-Manager eine feudale Fickfinka aufgetan. Hier will er in den nächsten Wochen Frauenherzen brechen. Ich bin total aufgeregt. Ich auch. Ich bin so nervös. Und so wie Saskia und ihrer besten Freundin geht es vielen. Sie freuen sich auf ein Candlelight-Dinner.
Doch bereits auf der Fahrt zur Villa kommt ihnen ein schrecklicher Verdacht. Der perverse Paul ist unersättlich und hat nicht nur sie eingeladen, sondern auch noch 18 andere geile Girls. Werden die 20 scharfen Stuten das Verlangen des Hamburger Hengstes stillen können? Das und mehr bald auf RTL in Der Sextourist. Doch zurück zum Schleimbeutel. Die Frauen werden in einem Haus eingesperrt und können sich gegenseitig anzicken. Hin und wieder zieht sich der eitle Pseudo-Playboy eine oder mehrere Frauen aus dem romantischen Internierungslager raus, um mit ihnen ein Date zu haben. Lydia, ich möchte dich gerne näher kennenlernen. Deswegen zieh dich wasserfest an, denn wir beide und das sechsköpfige Kamerateam werden jetzt ein wahnsinnig intimes und romantisches Date haben, bei dem ich dich bestimmt viel besser kennenlernen werde. Diese Einzeldates hier benutze ich, um die Schleimbeutel von meinen sexuellen Vorzügen zu überzeugen. Ich weiß, es ist peinlich, aber hey, im Bett bringe ich auch mal gerne Freundinnen mit. Und da darf auch gerne Kamera laufen. Wenn wir Glück haben, laufen solche Treffen nicht ohne Zwischenfälle ab. Also die Hose kann ich wegschmeißen. Entschuldigung, Seekrankheit. Was soll ich machen? Bei den Gruppendates bietet das Filmteam den Frauen die Möglichkeit, sich gegenseitig lächerlich zu machen. Ach, Lydia, ich möchte hier Minigolf spielen. Also, ich bin ja Model aus Leidenschaft und der Typ zieht so ins Lächerliche, ich war echt enttäuscht. Dieses ganze Prozedere zieht sich so lange hin, bis am Schluss nur noch zwei Frauen übrig sind. Dies soll ein wahnsinnig schwieriger Abend für mich sein. Also tue ich so, als würde es mir sehr, sehr schwer fallen. Und deshalb ziehe ich die Entscheidung, künstlich in die Länge. Um die Dramatik der Situation zu unterstreichen, wird die Entscheidung mit Zeitlupen, Effekten, Nahaufnahmen und pathetischer Musik in die Länge gezogen. Ach was, du bist's. Werden die beiden jetzt in ihr großes Glück starten? Steht ihnen eine große Liebeszukunft offen? Oh Jens, ich freue mich so. Was machen wir denn jetzt? Nee, ich weiß nicht, was du machst, aber ich gehe nach Hause zu meiner Freundin. Wie? Warte mal. Ja, Schatz? Ja, nee, ist Drehschluss. Ich komm. Ich bin bald da. Ciao. Ah, da werden die Leute wenigstens noch an schönen Orten vorgeführt. Normalerweise fischt man für sowas ja eher im unteren Einkommensbereich. Beim Messi-Team auf RTL 2 versuchen zwei Experten, den verwirrten Sammlern zu helfen. Sabina Hankel-Hirz ist Messi-Therapeutin und hat schon vielen Betroffenen dabei geholfen, dem Dreck zu entkommen. Sie arbeitet Hand in Hand mit Schädlingsbekämpfer und Entrümpler Dennis Karo. Ach Gott, oh Gott. Ja, Ja, hier kannst du ja gar nichts machen in dem Bereich. Nee, nicht so wirklich. Das ist wohl wahr. Aber auch Messis brauchen Liebe, brauchen einen Menschen in ihrem Leben. Und dafür gibt's diese Sendung. Das Leben hat es nie gut gemeint mit Horst Kevin Kasubke. Armut und Vernachlässigung haben dem 45-Jährigen übel mitgespielt. Ja, was soll ich sagen? Das mit dem Aufräumen habe ich nie hingekriegt. Und so Sachen wegschmeißen, das will man ja auch nicht. Dazu hatte der lustige Lebemann nie Glück in der Liebe. Die Frauen, die sind ja auch immer weggelaufen. Doch jetzt will Horst Kevin Kasubke sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und eine dieser Frauen zu der seinen machen. So, Horst Kevin, jetzt bringen wir erstmal den Müll raus. Das ist kein Müll. Das ist sortiert! Denn Horst Kevin Kasubke ist
Der Messy Bachelor. Ja, schöne Tiere. Ja, schön. Das ist Klaus. Klaus ist einer von vielen Kleingärtnern in der Doku-Soap Ab ins Beet. Doch Klaus ist mehr. Er ist der Traum eines jeden Fernsehproduzenten. Denn bei Klaus gibt es keinen Ausknopf. Man sieht hier, wo er jetzt baggert, da ist der Senkgarten. Also einfach eine Fläche, die leicht abgesenkt ist. Und das ist ein Senkgarten. Wenn es im Garten ist, ist es ein Senkgarten. Das kommt bei den Zuschauern so gut an, dass der Sender Klaus munter weiter verwurstet. Und auch in seiner eigenen Sendung labert er wie blöd. Das Ganze hier voll werden soll, die ganze Veranstaltung. Schönen guten Tag. Guten Tag. Lust auf einen Familienausflug nächstes Wochenende? Wollt ihr aus dem Kontingent der letzten Karten welche kaufen? Außerdem trägt er einen lustigen Hut. Ebenfalls aus dem Nichts gekommen und durch eine Doku-Soap und schlecht tätowierte Augenbrauen zum Promi mutiert, Daniela Katzenberger. So berühmt, dass Fans sich ihr Logo auf den Arm tätowieren. Aber dennoch so bescheiden geblieben, dass sie ihre eigene Karriere in 30 Sekunden zusammenfassen kann. Daniela Katzenberger, 1986 in Ludwigshafen geboren, weiß ich als gezwungen, die tätowierten Augenbrauen und falschen Fingernägel in Szene zu setzen. So wurde ihr Werdegang zunächst bei Vox, Doku Soap, gut bei Deutschland, die Auswanderer begleitet, bis sie 2010 ihre eigene Sendung Daniela Katzenberger natürlich blond begann. Auf Mallorca öffnet die Katze im selben Jahr das Café Katzenberger, das heute so berühmt ist wie der Ballermann. Promis benutzen solche Doku-Soaps eigentlich nur, um sich und ihre Produkte zu bewerben. Das hat ja mit den Tapeten von früher nichts mehr zu tun. Und wenn man hier mal genau schaut, Rochen ist ja so angesagt jetzt. Senf. Harald Glöckler weiß sich in seiner eigenen Doku-Soap schmissig selbst in Szene zu setzen. Und genau deshalb funktioniert die Sendung. Harald Glöckler scheißt sich nicht, im Guten wie im Schlechten. Und deshalb ist er auch nicht angreifbar. Und in dem Moment, wo ich eben mich in die Öffentlichkeit begebe, da muss ich mit rechnen, dass ich draußen auch angesprochen werde. In welcher Art auch immer. Und wenn mir das nicht passt, muss ich eben zu Hause vom Fernseher bleiben. Ja. Glöckler hat das System gecheckt. Bei Lothar Matthäus hakt es noch ein bisschen. Kann man jetzt endlich mal ein Bier in Ruhe trinken? Wer glaubt, die Medien ohne Opfer für die eigene Imagepflege nutzen zu können, der geht unter. Ich muss essen, diese Eier. Kannst du mal ausmachen? Können wir mal aufhören? Mein Gott, ist das peinlich. Lothar Matthäus war doch mal wer und jetzt ist er in so einer erbärmlichen Doku-Soap. Warum machen Menschen das? Ich würde es ja nie machen. Nicht mal in 10 Jahren. Philipp Walulis. Er war die junge Hoffnung des deutschen Fernsehens. 2012 bekam er den angesehenen Grimme-Preis und den Förderpreis der Käthe-Kollwitz-Schule für Jungen und Mädchen, die nicht ganz so gut lesen und schreiben können. Doch dann der Abstieg. Selbstgefällige Arroganz. Was hast du, was Christoph Maria Herbst, Bastian Pastewka und Joko und Klaas nicht haben? Einen Grimme-Preis. Und vollkommene Selbstüberschätzung isolieren den blonden Blödelbaden. Auch finanziell geht es Philipp Walulis an den Kragen. Produktionen wie Meißen und die Auftragskiller oder Doku-Formate wie Die Sorokins, eine Mafia-Familie lädt durch, floppen. Auch privat war Philipp nie ein Kostverächter. Schon immer hat er sich gerne mit den Schönsten der Schönen geschmückt. Diese Beziehungen waren ein Garant für seine stete Präsenz in der Boulevardpresse. Seit bereits einer Woche an seiner Seite die blutjunge Weißrussin Mascha. Mascha habe ich ja in der Disco kennengelernt. Das war total toll, weil ich glaube, sie mag mich halt einfach, wie ich bin. Und nicht wegen meinem Erfolg oder wegen meinem Geld. Und du hast bei Schwarzer Balken eingekauft. Du hast 800 Euro. Das sind doch nur 1000 Euro drauf. Damit muss ich die Miete zahlen. Die ist ja nur Gold, weil ich sie Gold angemalt habe. Zusammen mit Mascha plant Philipp seine fulminante Rückkehr in den Medienolymp. Warum sind wir denn hier? Also wir sind jetzt hier in Nürnberg bei den Lokalrundfunktagen. Das ist das größte Medienfest in Süddeutschland. Und deswegen habe ich in diesem Boutique-Hotel eine Suite gemietet. Die sieht vielleicht ein bisschen klein aus, aber das ist ein Trend aus Amerika, dass sie jetzt immer wieder kleiner sind. Nobel geht es auf das größte Medienfest in Süddeutschland. Doch der Haussegen hängt schief. Naja, ich meine, Mascha ist ja auch eben total aufgeregt, weil das ist das erste Mal, dass sie auf so ein Fest geht. Und sie war noch überhaupt nie mit so einem erfolgreichen und bekannten Menschen wie mir zusammen. Deswegen, ja. Ты что, совсем охренел? Ты что, совсем охренел? Ты понимаешь, с кем ты находишься вообще в машине? У тебя нет денег, у тебя нет дома, у тебя нет связи. Ты не понимаешь? Как? Hallo, guten Abend. Hier meine Karte. Die Einladung. Ach, wie ich das sehe, ist aber das nicht das Richtige. Hatte ich sie nicht reinlassen? Ja, doch, da ist der Bruder. Ja,
vielleicht eine andere Eingang. Du musst nicht hier so rumnörgeln. Hey, Mensch, Tobi! Was, arbeitest du hier an der Tür oder was? Ja. Nachdem die Sendung vorbei war, habe ich keinen Job mehr im Fernsehen gekriegt. Danke. Ja, cool. Aber kannst du uns reinlassen? So, komm, wegen alten Tagen, ja? Ja, okay, geht ja, gut, komm. Nein. Ja, super. Ne? Sag mal, hättest du Getränkemarken? Sag mal! Ich glaube, 3-4 Menschen, ich konnte jetzt noch nicht mit ihnen reden, aber die haben mich schon erkannt. Die haben schon gesagt, ja, du auch hier, aber jetzt muss ich noch schaffen, mit ihnen zu reden. Ich denke, ich werde jetzt die Leute in ein Gespräch verwickeln, weil das kann ich, glaube ich, ganz gut. Einfach auf die Leute offen zugehen und dann wird das schon, glaube ich. Hallo? Entschuldigung, was soll denn das? Wenn aber die Promis so uninteressant sind, dass sie nicht mal mehr ihre eigene Doku-Soap bekommen, dann geht's an die Substanz. Körperliche Substanz. Beim ProSieben Promi-Boxen machen die Promis das, was man selber eigentlich gerne mit ihnen machen würde. Sie schlagen sich alle gepflegt auf die Fresse. Da wird manch einem erst richtig bewusst, dass seine Karriere nun wirklich am Ende ist. Dafür musste ich hart arbeiten, ja? Und ich hatte richtig Angst. Und die Vorstufe vom Promi-Boxen ist das Dschungelcamp. In einem luxuriösen Hotel warten unsere Promis nach ihrer rudimentären Vorstellung im Vorspann nun darauf, in den bedrohlichen Dschungel gekarrt zu werden. Der liegt praktischerweise fast direkt neben dem Hotel und ist geradezu klinisch rein. Damit es aber trotzdem früher oder später zur Sache geht, sind wenigstens die Promis entsprechend gecastet und instruiert. Ich bin das Glamour-Mädel. Ich halte eigentlich nicht einen einzigen Tag ohne Schminke aus. Hier im Dschungel versuche ich, meine etwas ins Stocken geratene Gesangskarriere wieder in Schwung zu bringen. Und aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich mit dem da eine kleine fingierte Affäre beginnen. Verrat doch nicht alles. Der Zuschauer denkt doch, wir verlieben uns wirklich. Außerdem brauche ich die Presse für einen neuen Karriereschub. Hey, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, kommt zu mir. Ich bin die Mutti. Wie man mit Leuten umgeht, habe ich übrigens in meiner abgesetzten Schlagershow gelernt. Schaut mal her, was ich schon alles gemacht habe. Ich habe einen Hocker gebaut und ein Opossum erlegt. Ich bin so ein richtiger Naturbursche. Den braucht man in jeder Staffel. Also ich bin ja der typische C-Promi. Allerdings weiß ich nicht wirklich, was ich von der Sache halten soll. Mein Management hat mich da irgendwie reingefrickelt. Ist eigentlich scheiße, oder? Wenigstens läuft deine Show noch. Ich bin übrigens ganz großer Fan von dir. Das ist doch so ein arrogantes Arschloch und lässt die ganze Zeit seinen Erfolg raushängen. Das Schöne an den Aussagen hier im Dschungeltelefon ist, dass die anderen einen nicht hören können und man deswegen nach Lust und Laune über sie herziehen kann. Wir sind die Moderatoren der Sendung und werden das Treiben unten im Lager schnippisch kommentieren. So eine Zweiermoderation ist typisch für das Dschungelcamp. Auch in anderen Ländern machen sie es so. Hier zum Beispiel die englische Version. Diese beiden Men in Black sind Ant and Dec. Die Comedians führen seit 2002 durch das britische Dschungelcamp. Sie sind auf jeden Fall lustiger als die beiden Moderationsroboter, die in der amerikanischen Variante eingesetzt werden. Welcome back to I'm a Celebrity, get me out of here. Damien Fahey here. Diese beiden 0815-Presenter waren wohl die Vorlage für die Moderatoren der ProSieben-Sendung Die Alm, ein Dschungelcamp-Abklatsch. Bei Ihnen zu Hause ist es 7:45, bei uns ist es jetzt 7:45. Doch ich schweife ab. Hey, Leute, sagt mal, wie konnten wir hier bitte landen? Ich war mal Schlagersängerin. Ich war mal bei einer Hip-Hop-Boyband. Außerdem war ich Juror bei einer echt coolen Castingshow, die nach einer Staffel abgesetzt wurde. Also ich weiß echt nicht, wie der ganze Mist hier unsere Karriere wieder in Fahrt bringen soll. Wir hätten den beiden Affen da oben im Baumhaus niemals glauben dürfen. Na, wenigstens kriegen wir 60.000 für die ganze Nummer hier. Was? Ich krieg nur 20. Ja, du hast ja auch nicht das goldene Schlagergrammophon moderiert. Wird es jetzt nicht Zeit für die obligatorische fingierte Liebesgeschichte? Ja, aber sicher doch. Und fürs Grüppchen bilden. Hey,
Hallo. Ich wollte euch nur sagen, dass ich euch wirklich süß finde und es so toll finde, dass ich hier wirklich zwei gefunden habe. Ihr habt ja gesehen, zwischen Basti und Steffi, da läuft was. Ich finde es ja total eklig. Sag mal, was bist du denn für ein Arschloch? Du hast den beiden noch vorhin erzählt, dass du sie total süß findest. Du bist so falsch. Ja. Furchtbar, echt. Ja, aber Moment mal, ich kann überhaupt nichts dafür. Im Drehbuch steht drin, dass ich das Arschloch bin. Somit wäre der Sündenbock der Sendung gefunden. Außerdem gibt es ein Pärchen und die Grüppchenbildung ist abgeschlossen. Es folgen nun lustige Spielchen und per kostenpflichtigen Telefonvoting die Rauswahl der Kandidaten. So, du warst ja relativ nah an unserem Pärchen dran. Zeig uns doch mal anhand dieser Puppen, was die beiden miteinander gemacht haben. Neben diesem zwischenmenschlichen Rumgezicke sind natürlich auch die Dschungelprüfungen interessant. Wobei, da geht es hauptsächlich darum, die Kandidaten mit Hilfe von Maden, Raupen, Schlangen oder Spinnen zum Aufgeben oder wenigstens Übergeben zu bewegen. Ja, ich kann es nicht. Nee, es tut mir leid. Leber ist meistens. Ich kann es nicht. Was? Ja, ich kann es nicht, ich lehne es ab. Das passiert in immer wieder neuen Formen, denn seit 6 Staffeln sind den Machern die Ideen nicht ausgegangen. Doch das eigentlich Widerliche ist nicht das Essen. Es sind die Kandidaten, die versuchen, durch heldenhafte Durchhalteparolen die Sympathie des Zuschauers zu erschleichen. Danke, dass ihr mich gewählt habt. Ich bin wirklich dran gewachsen. Ich bin echt stolz, dass wir das geschafft haben. Und es gibt mir gerade echt ein gutes Gefühl, dass ich es durchgezogen habe. Wenn ihr jetzt denkt, dass sowas nur das Privatfernsehen macht, schon bei Wetten, das musste 2009 Iris Berben ein paar Stierhoden essen. Die Dinger sind zwar nicht zu Ekelschleim püriert, wurden aber von Alfons Schubeck zubereitet. Und wer bei dem schon mal in die Küche geschaut hat, huiuiuiui. Aber zurück zum Dschungelcamp. Wenn man schon mal einen Haufen Affen da hat, die sich für nichts zu blöde sind, dann kann man auch gleich einen Partysong aufnehmen. Vergessen, tiefer sinken geht nicht mehr, könnten uns auch gleich erschießen, aber hier gefällt's uns mehr. Denn für dauerbreite Massen schreibt man schnell einen Sommerhit. Kein Talent und keine Zukunft, scheißegal, komm! Und das war's für heute. Fernsehen macht blöd, aber unglaublich viel Spaß. Bis nächstes Mal. Das ist Kisten dahinter. Philipp! Du Scheißkisten! Du machst dem Chris kein schlechtes Bild!